Nein, aber ich würde mich gerne irren, dass doch aus diesem Waffenstillstand eine dauerhafte Friedensregelung wird. Ja, noch ein paar kleine Details zu dem Krieg selbst. Auf der ukrainischen Seite gibt es wahnsinnig viele Deserteure oder Wehrverweigerer. Man hat junge Männer irgendwo von der slowakischen Grenze rekrutiert. Die haben natürlich keinen Hass auf die Russen, die nennen sich selbst Russinen, Russen. Aber man hat sie halt nach Ilovaisk geschickt. Ilovaisk war dieser Kessel, wo ukrainische Armee geblutet hat, wahnsinnig. Ja, diese Leute wollen eigentlich nicht sterben und sicherlich nicht sterben für diese Kiewer Regierung. Ja. Ab 1. September wird natürlich in Ukraine unterrichtet wieder, genauso wie in anderen Ländern, also Schulpflicht. Die ukrainische Behörden haben jetzt etwas erlassen in allen besetzten Gebieten, das ist also Donetsk, Lugansk, darf man nicht unterrichten. Also es ist verboten. Naja, natürlich. Die werden wahrscheinlich solche Verbote nicht ganz ernst nehmen, aber die Lehrer werden also nicht bezahlt, das ist ja klar, von der Ukraine. Ja. Wir haben einen Reporter in Donetsk, Verschitz, wer hat ihn nicht gehört oder nicht gesehen im Fernsehen, der hat vor einer Woche berichtet vom Schulanfang in Slawiansk. Slawiansk war jetzt 100% russisch, wurde erobert durch die ukrainische Armee. Und Verschitz hat berichtet, wie sich die Kinder dort freuen auf Schulunterricht, natürlich mit kleinen ukrainischen Fahnen. Der hat nicht berichtet, dass in der Großstadt Donetsk und Lugansk die Kinder gar nicht zur Schule dürfen. Und wenn ja, dann ist das sehr gefährlich, weil die Stadt wird täglich bombardiert von den Raketen und von den klassischen Geschossen. Ja, dass diese circa 3 bis 4 Millionen Leute in dieser Konglomeration seit 2 Monaten ohne Strom, ohne Wasser, womöglich im Keller ausharren, muss sich aus der Situation selbstverständlich natürlich ergeben. Ja, also aus heutiger Sicht, ich habe keine gute Nachricht für Sie, aber ich würde mich gerne irren. Okay, hoffen wir da. Dankeschön, Tom, für seinen Newsblog. Wir kommen jetzt sehr langsam zum Ende vom offiziellen Teil. Jetzt geht es dann über zum Open Mic Blog. Ich möchte noch zwischendurch danken wieder der Walter und der Kerstin für ihre aufopfernde Arbeit, die immer am Wochenende schon zuvor Essen sammeln und dann hier kostenlos zur Verfügung stellen. Für alle Leute, die herkommen, es wird bald auch wieder ein Booksharing geben und beziehungsweise ich habe jetzt auch ein paar Kleidungen bei mir zu Hause ausgemistet, also falls irgendjemand irgendwas hat, was man irgendwelchen anderen Leuten, die herkommen, die ein bisschen Hilfe brauchen oder benachteiligter sind, auch hier und in unserem regionalen Kreis auch gegenseitig uns ein bisschen helfen und austauschen. Ja? Also falls jemand das hat, kann er das auch gerne mitnehmen. Ja? Ich möchte natürlich auch der Polizei danken, die jetzt auch schon zum 20. Mal da ist und uns immer herzlich unterstützt. Danke dafür, ja. Und danke, dass wir überhaupt hier sein dürfen, weil in manchen anderen Ländern ist sowas meistens mit Strafen, Verbot, Schlägen oder wie auch immer geahndet, ja. Ja, jetzt gebe ich ab an den Felix, der wird euch durch den Open Mic Talk führen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, aber ich bleibe eh noch da.